Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Pacific Drive. Wir sind dabei, Material zu sammeln. Ich brauche noch 3 Plasmageneratoren und denke, die werden wir hier irgendwo auf dem Weg noch finden. Da hinten steht zum Beispiel einer. Das Ding können wir uns gleich zu Fuß holen, ohne da mit dem Auto hinzufahren. Es sind doch gerade keine Entführer auf der Strecke. Hätte ich die vielleicht schon an anderen Masten finden können? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Oh. Oh. Ja, es hat mich ganz leicht angebrutzelt. Hat aber trotzdem funktioniert. So, jetzt hatte ich zwischendurch, glaube ich, mal irgendwie das Mikro falsch ausgeschaltet. Falls ich euch nicht begrüßt habe, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pacific Drive. So, Fahrtrichtung stimmt. Und auch hier können wir mal ein bisschen Material einsammeln. So, dann lasse ich den Motor aber gleich mal an. Auch die Materialien brauchen wir am Ende. So, da können wir auch gleich noch ein bisschen Sprit rausholen. Ui, da hat sich das Gerät verflüchtigt. Da hat sich das Gerät verflüchtigt. Warte mal. Der Verschrotter. Haben wir 9. So, und ich würde auch gerne mal den Benzinkanister gleich mitnehmen. Also mal als erstes noch reinkippen, was drin ist. Da waren nämlich noch irgendwelche Reste drin, sah zumindest so aus. So, voll machen. Na. Schnapp, schnappel die Schnapp. Okay, da geht noch ein bisschen was. Keinen Tropfen verschwenden. Wer weiß, wann wir hier mal wieder an Benzin kommen. So, können wir hier noch irgendwas abbauen? So. Na. Kofferraum Inneres. Ja. Nehmen wir alles mit, auch die Fackeln. Okay.
Ab in die Kiste. Okay, und weiter. So, noch zwei Plasma-Generatoren. Dann können wir den Warp-Antrieb wieder starten. Na komm, das Auto nehmen wir auch noch auseinander. Auf die Schnelle. Hey, das Auto rollt weiter. Himmel. Beinahe wäre es weg gewesen. Blöd ist, glaube ich, wenn einem das Material gerade ausgeht, während dieses Gerät kaputt ist. Da vorne scheint noch mal sowas wie eine Tankstelle zu sein. Da ist auch kein Sprit mehr drin. Macht nichts. Eine Heckklappe wäre mal nicht schlecht. Wenn man denn sowas bauen kann. Mal gucken, was da vorne kommt. Container, der mitten auf der Straße steht. Stehen da hinten Leute auf der Straße? Wenn ja, bewegen sich nicht. Oder sind das Puppen? Das ist gruselig. Oder sind die in Anomalien gefangen oder was ist das? Gruselig. Big Dance. Hier leuchtet das Licht sogar noch. Okay. Schauen wir uns hier mal um. Ob das eine gute Idee ist, sich das mal anzugucken? Mich zur Not mit wehren. Eine Anomalie. Tourist. Aufzeichnung eines Diktiergeräts. Hallo Christina, wie gefällt dir das? Das hat Christina bestimmt nicht gut gefallen. Kommen wir hier irgendwie rein oder ran? Nein. Ah, da fliegen die Vögel hoch. Alfred Hitchcock lässt grüßen. Sieht auch alles ungesund aus hier. Kommen wir da trotzdem rein? Kommen wir. Gefahr? Ja. Ach so. Strahlung. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen.
Okay, was ist denn, wenn ich was esse? Geht das? So, Konserve benutzen, halten. Ich esse mal was. Rechte Maustaste halten. Okay, das bringt auch Lebensenergie ein bisschen zurück. Habe ich meine Brechstange weggeworfen gerade? Scheinbar. Was ist das denn hier? Primitive Stoßstange. Möchte ich gerne mitnehmen. Da müsste ich ganz schön viel umsortieren, ne? Okay, macht nichts. Kriegen wir hin. Was haben wir denn hier noch? Kupferdraht. Auch hier ist zu. Aber wir haben tatsächlich keine Brechstange mehr. Haben wir denn Platz für die primitive Stoßstange? Ja, das kriegen wir alles noch unter. Mehr oder weniger. Was? Fehler. Ungesicherte Gegenstände. Hm, okay, so. So. So, eine neue Brechstange. Neues Brecheisen hätte ich gerne. Danke. Okay, wundervoll. Weiter gibt es hier nichts zu holen. Also bis jetzt kommt es mir hier auch das Spiel eher so wie eine geführte Mystery-Rundreise vor. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen. So, gleich gibt es so einen geschlängelten Weg rein. Aber so wie ich das sehe. Könnte ich auch gleich abseits der Straße bleiben. Und dort durchfahren. Okay, ich werde davon absehen, überall anzuhalten. Okay, ich glaube, es ist doch nicht so gut, hier querfeld einzufahren. So, was haben wir hier? Overlook und Camping. Na, ist hier vielleicht noch Plasma? Jawohl. Hier gibt es noch einen Plasma-Generator. Okay, sogar gleich zwei. Oh oh. Das hat mich jetzt ganz schön angewurzelt. Bevor ich mir den zweiten hole, muss ich ein Medkit verwenden. Also muss ich nicht, aber will ich. Weggebrutzelt, auch ein schöner Folgenname, ne? So, mal gucken, wie viel das wieder auflädt. Oder lädt das immer komplett auf?
Das lädt nicht komplett auf, aber das wird reichen. Hoffe ich. Boah, das geht aber weit hier. So, schnell weg. Looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Okay. Okay, wir haben genug Plasma. Moment mal, so. Jetzt noch mehr Teile für die Antenne. Ach ja, das war ja das Ding, was ich grundsätzlich bauen muss, um mich zu orientieren und hier wegzukommen, ne? Okay, irgendein alter Piratensender. Naja, das wird das Teil hier oben sein. Ja, hier rein und den Berg rauf. Da hätte es mich fast weggebrutzelt, was? Vorstellungsrunde? Mal hören. So, wie war das jetzt? Unwichtige Nachrichten werden mir hier nur so reingespielt. Ich kann sie abspielen, wann immer ich will. Wieder am Steuer. Vorstellungsrunde. Achso. Kann ich das auch anhören und dabei weiterfahren? My, my. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem Maintenance Manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist, researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid-zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Ja, danke für die Vorstellungsrunde. Lokalisiere den Radiosender. Ja, lokalisiere den Radiosender. Das ist aber doch richtig hier, oder? Was fährt denn der hier für einen geschlängelten Weg hier? Meine Güte. So, die Seilteile der Stationsantenne sammeln. Ersetze Teile. Na, ich würde mal vermuten, dass wir uns dann mit dem Missionsende und damit möglicherweise auch dem Ende der Miniserie nähern. Ganz sicher bin ich mit da allerdings nicht. Wessen ich mir allerdings sicher bin, ist, dass wir uns hier den Rundfunksender und die notwendigen Teile für die Antenne dann in der nächsten Folge weiter zu Gemüte führen würden. Ja, und es bleibt spannend in Pacific Drive. Was habe ich da gehört? Ich habe irgendwas gehört. Da kriegst du irgendwann leichte Paranoia hier. Vielleicht sollte ich auch mal das Licht ausschalten. Weil ich brauche ja auch Batteriestrom, ne? Und wenn wir da hier ein bisschen nehmen, warte mal, das ist der Scheibenwischer. So, Licht aus. Genau, Licht aus, das korrekte Stichwort. Denn bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.